So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem überteuert verkauften Video für eine 30, 40, 50, 60, 70.000 Coins. Also nicht mehr als 100.000 Coins, eine überteuert verkaufen Liste. Da ich wirklich diese Frage derzeit am meisten gestellt bekomme. Wie kann ich schnell Coins machen? Mit nur 30.000 kann man UV auch mit 50.000 machen. Ich werde euch heute sowas ähnliches zeigen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bevor wir dazu kommen, ja, würde mich freuen, wenn ihr mir auf Insta oder auf Twitter ein Follow da lässt oder sogar beide Plattformen wäre natürlich sehr korrekt. Ich heiße bei beiden Plattformen The Real Paints, genau wie hier auf YouTube, die mich finden. Einfach normal, ja, wie hier mein Name auf YouTube, einfach auf Twitter oder Insta eingeben. Wir sind bei Insta nicht mehr weit weg von den 1000 Followern und auch hier auf YouTube nicht mehr weit weg von den 5k. Wenn ihr mir auf YouTube sowieso noch nicht folgt, dann würde mich es sehr freuen. Ich glaube nur noch knapp 70 Abonnenten, dann haben wir die 5000 Abonnenten erreicht. Wahrscheinlich gibt es heute einen Livestream. Wenn du einen Livestream gibst, dann entweder vor diesem Video oder nach diesem Video. Ich probiere dieses Video hier gegen 14 Uhr online zu bringen, halb 3 ungefähr. Vielleicht gegen 16 Uhr einen Livestream, wir werden sehen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Start seid. Schreibt mir alle dann jetzt schon mal rein, würdet ihr heute am Start sein. Und sollte es heute keinen Livestream aus irgendeinem Grund geben, dann gibt es spätestens wirklich morgen einen Livestream. Und ja, was habe ich gemacht, bevor wir zu dieser überteuert verkaufen Methode kommen, mit 40.000, 50.000 Coins oder sogar ein bisschen mehr. Erstmal meine Verkäufe. Paints, hast du jetzt alle UV hier verkauft oder was hast du gemacht? Nein, aber wir wissen, heute ist Champions League. Heute werden sowieso wieder SBCs kommen, wo man diese Champions League-Spieler hier ziehen kann. Und dann werden sie noch mehr droppen. Deswegen habe ich mich entschieden, sie zu verkaufen. Buffon Beispiel mit 2k Verlust. Handanovic mit 4k Verlust. Beide Matic hier 5000 Gewinn, 6000 Gewinn. Und insgesamt habe ich so viel Gewinn gemacht mit überteuert verkaufen. Selbst wenn ich hier ein paar Spieler mit Verlust verkauft habe, habe ich keinen Verlust gemacht. Zum Beispiel ein Fabinho für 57.000 geholt. Sind auch nochmal 3.000, 4.000 Gewinn nach Steuern. Hier 2.000 Verlust. Hier auch 2.000 Verlust. Dann haben wir hier einen Verlust von 7.000, aber hier haben wir zum Beispiel einen Gewinn von 6.000. Den haben wir für 12.000 mal gesniped bekommen. Ja, habe ich weggehauen. Dann ein Mondi zum Beispiel, 16.000 Gold, sind immer 4.000 Gewinn. Das waren einfach nur Spieler von Fooddraft. Da habe ich ja investiert für die Champions League Top-Partien, die heute eigentlich kommen sollte. Wenn sie nicht heute kommt, dann vielleicht morgen. Und wenn sie nicht morgen kommt, dann wird sie gar nicht kommen. Aber ich gehe davon aus, dass sie kommen wird. Ja, ich habe gesagt, kauft in diese vier Mannschaften ein, die noch in der Champions League drin sind, sprich Liverpool, Tottenham, Ajax und Barcelona. Haben sie letzte Woche eingekauft für nicht teurer als 1.000 Münzen, 1.007 Gewinn, 2.000 Gewinn. Oha, hier haben wir, ne, ihn hatten wir für 2.000 geholt, 2.200. Das war für Investment für Team of the Year. Haben wir auch mit 2.000 Gewinn verkauft. Hier haben wir ihn für 850 Gold, 1.008. Das war vom Draft. Ja, das war auch vom Draft. Und dann habe ich nochmal nachgekauft gestern Abend. Ja, nachinvestiert, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese SBC kommt. Ich habe keinen mehr als 1.000 Münzen bezahlt. Und wenn ihr jetzt sagt, doch, ich will doch noch investieren vor 19 Uhr, dieses Video wird vielleicht 14, 15 Uhr online kommen. Ihr könnt noch investieren. Ich sage euch jetzt einen Preis. Bei diesen vier Mannschaften nicht über 1.000 Münzen. Probiert euch sie zu erbieten, zu ersnipen. Nicht über 1.000. Beispiel, die Ajax-Spieler liegen gerade schon bei 1.004 und die Barcelona-Spieler auch. Tottenham, Liverpool habe ich nicht nachgeschaut, aber müssten auch so um den Dreh was kosten, ungefähr 1,3, 1,4. Bekommt ihr vielleicht noch für 1.000 gesniped, nehmt euch vielleicht nochmal 20, 30 Spieler mit. Insgesamt habe ich 88 Spieler, in die ich investiert habe. Am Anfang viel mehr, habe ich schon sehr, sehr viel überteuert verkauft. Also Gewinn haben wir schon auf jeden Fall gemacht. Habe ich noch die 83er, 84er und jetzt fragen sich, oder 85er, vielleicht fragen sich viele Paints, du hast doch gesagt, dass du die Champions League Karten verkaufst, da sieht man sie heute noch wahrscheinlich ziehen kann, wieder in diese UCL Premium SBC und sie dann droppen werden, aber 85er, 84er und 83er werden dann steigen, weil man die ja dann wahrscheinlich wieder braucht, wenn man die Anforderung von letztes Mal nimmt. Da habe ich die 84er mal behalten auf Risiko. Hier haben wir zum Beispiel einen Glick, den ich jetzt schon für 10.000 weghauen könnte, für 10.000, 11.000 mit 3.000 Gewinn. Ich warte, weil wenn die SBC kommt, wird er bei 14.000, 15.000 heute Abend sein. Und dann werde ich ihn mit 7.000 pro Karte verkaufen. Und wenn diese UCL Premium SBC kommt, wäre es sehr gut für mich. Zum Beispiel ein Malcolm 9k Gold. Ich glaube, kostet momentan jetzt schon 12.000. Ein Gradus 7.000 würde vielleicht auf seine 15.000 gehen. Ein Yadel 4.000 würde auf seine 8.000, 9.000 gehen oder vielleicht sogar 10.000 extinct. Ein Milik war die letzten Male immer bei der SBC extinct. Diesmal hätten wir einen Gewinn von 5.100 Münzen. Hier hätten wir nochmal einen Gewinn von 5.400. Ja, bei ihm ist es schwer zu sagen, ob er noch viel mehr ansteigen würde. Könnte ich eigentlich gleich weghauen. Ein Mondi habe ich mir aus dem Grund geholt, weil er immer wieder hochgeht. Habe ich auch schon 2-3 Mal überteuert weggehauen. Dann haben wir noch diese Spieler hier, die ich für alle nicht mehr als 1.000 Münzen bezahlt habe. Hier sehen wir einen Bruno Varela für 800 Münzen und ja, probiert einfach alle nicht für über 1.000 Münzen zu holen. Einer an Zaldi habe ich euch schon mal gesagt, wenn er nicht über 1.000 Münzen kostet, immer mitnehmen. Er wird einmal in der Woche mindestens bei 2.000 liegen.
habe ich mir vor einer Stunde ungefähr dreimal mitgenommen für unter 1000. Und dann haben wir noch einen Victor Ruiz, genau das gleiche Prinzip wie bei Ansaldi. Es gibt immer Momente auch bei ihm, wo er über 2000 liegt. Und Maguire dasselbe, habe ich auch mal für 800 bis 1100 mitgenommen. Ist ganz in Ordnung. Dann haben wir hier noch ein paar Investitionen. Ein Henderson kann sehr gut vielleicht heute Abend ansteigen, wenn man Liverpool-Spieler bei der Topper-Team braucht, plus die UCL Premium SBC, wenn sie denn erscheint, wenn ihr eh nicht was Neues raushaut. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was gekauft für 1100. Und dann haben wir hier noch 4 Liverpool-Spieler. Und jetzt haben wir nochmal 17 Spieler erboten. Ja, aber hier bin ich auch ein bisschen höher gegangen. Das war vor 2-3 Tagen. Da bin ich auf höchstens 1003, glaube ich, hochgegangen, wenn ich nicht falsch liege. Ja, ungefähr. Okay, ungefähr so. Wir haben alle unter 1000 geholt, außer Rafinha und Davis. Ansonsten sind alle unter 1000. Ja, manche sind sogar bei 800 Münzen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich könnte jetzt schon jeden Ajax-Spieler für 1,4 weghauen. Während 500 Münzen Gewinn pro Karte. Steuern sind vielleicht 80, 90 Münzen hier. Ja, ich weiß nicht, bei Barca und Tottenham-Spieler, wir schauen mal ganz kurz nach. Bevor wir zu der überteuerten Verkaufmethode kommen, schauen wir mal kurz, wie viel die Tottenham-Spieler gerade kosten. Ja, okay, alle ziemlich teuer. Davis habe ich für 1,1 geholt. Könnte ich jetzt für 1,7 schon weghauen, okay. Ich überlege echt, soll ich sie jetzt schon im Hype verkaufen? 1,8 sogar, okay. Das ist krass. Da bekommt ihr gar nichts mehr für 1000 Münzen, dann nehme ich alles zurück. Das ist krank, Alter. Ich habe gestern Abend keinen Witz noch ein bisschen investiert und man konnte noch locker investieren. Jetzt paar Stunden davor, schaut es euch an. 1600 Münzen kosten die Spieler. Dann bin ich mal gespannt, sind die Barca-Spieler noch teurer bei fast 2000? Ich schau mal. 1,8 liegen die Barca-Spieler. Ich glaube, ich werde sie mal... Nein, jetzt habe ich alle aus Versehen hinzugefügt. Egal, ich zeige euch mal, was ich jetzt mache. Kann ich eigentlich so raufstellen, wenn er weggeht, geht er weg. Für 800 Münzen Gewinn. Ein Davis, 1,9, 900 Münzen Gewinn. Klar, heute Abend kann ich sie dann noch mehr weghauen. Immer Profit ist Profit, seid nicht zu gierig. Dann können wir mal alle Verkäufe löschen. Machen wir es mal so. Ich mache mal mindestens überall 2000 drauf. Wenn sie überteuert weggehen, ist es okay. Hier sind wir auch nochmal mit 1000 Münzen dann Gewinn. Den Rest kümmere ich mich dann gleich nach dem Video. Ihn stelle ich nochmal so für 2-3 rein. Man weiß ja nie, vielleicht verschwindet er. Und jetzt kommen wir zu der überteuerten Verkaufmethode. Wie gesagt, ihr könnt noch investieren, wenn ihr was, sagen wir mal, höchstens für 1001 bekommt oder 1002 dann doch. Nehmt es euch ruhig mit. Und wenn sie dann nicht kommt, diese Top-Spieler SBC, wovon ich aber trotzdem eigentlich 90% ausgehe, dass sie kommt, dann stellt sie einfach überteuert drauf. Irgendwann werden sie dann nach und nach weggehen. Ist ja nicht so das Problem. Dann kommen wir zu der überteuerten Verkaufmethode. Dazu wollte ich eigentlich einen neuen Account machen, aber ich habe gerade keinen parat. Deswegen sagen wir mal, stellt euch einfach mal vor, ich habe oben links gerade 50.000 Coins, mehr nicht. Will damit traden, weiß nicht was, bin ein bisschen faul. Sniping-Filter oder für sonst was. Für aktives Trading, sage ich mal. Da machen wir einfach uns eine überteuerte Verkaufmethode-Liste. 50.000, vielleicht sogar für 30.000, bekommt ihr voll. Ich würde sagen, mindestens eine 70er-Liste. Ihr könnt auch komplett die 100er-Liste voll machen, aber wenn ihr euch jetzt 30 Spieler holt, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn da pro Stunde nichts weggeht oder jede 5 Stunden mal ein, zwei Spieler weggehen. Auf jeden Fall, ihr nehmt nur Spieler aus der beliebten Liga. Das ist Bedingung 1, sprich Premier League, französische Liga, Serie A, Bundesliga und die La Liga, das sind die 5 Top-Ligen. Davon nehmt ihr nur Spieler, macht euch Gold, stellt ihr ein, ich zeige euch mal, wie es geht. Macht ihr höchstens 450 Münzen und dann müsst ihr euch ein bisschen auch die Liste erbieten, erst snipen. Wir schauen mal, wie viel ist hier denn der billigste. Ungefähr bei 500, okay. Dann kann man sich auf jeden Fall hier was snipen für 450, 400. Hier haben wir zum Beispiel einen 400er bekommen und so ist eine Low-Budget überteuert verkaufen Trading-Methode. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier ist er, okay. Ihr probiert euch nichts teurer von den Top-Ligen als 450 Münzen zu holen. Aber schaut, dass die ein bisschen okay sind, die Spieler. Zum Beispiel, er ist ganz in Ordnung. Engländer kann man mal immer gebrauchen. Für eine SBC kann er ansteigen. Während das Team of the Season auch da ist, werden sehr, sehr viele SBCs rauskommen. So tägliche SBCs, wo man Packs bekommt. Und da können einfach mal vielleicht Engländer gebraucht werden. Und er geht auf seine 2.000-3.000 Münzen. Vielleicht hatten wir ja letztens am Freitag, als man Engländer gebraucht hat und der billigste England-Spieler bei 3.000 Münzen knapp war. Dann stellt ihr jeden so rein. Ungefähr, ich würde sagen, zwischen 850 bis 1100. Ich werde ihn jetzt mal so reinstellen für 900. Und wenn er weggeht, 500 Münzen Gewinn. Und so eine Liste macht ihr euch bis mindestens, würde ich sagen, 60, 70 Spieler macht ihr euch voll. Könnt euch umso mehr natürlich, umso besser und mehr geht er weg. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen einkaufen. Andone ist jetzt nicht der Beste. Hennings sie auch nicht. Aber können wir dann so machen, wenn er weggeht, gehen wir weg. Ihr könnt es ja erstmal ausprobieren. Und dann seht ihr, mit welchen Spielern es besonders gut klappt. Und dann kauft ihr euch mehr von diesen Spielern ein. Ihn können wir zum Beispiel für 850 raufstellen, sind auch nochmal 450 Gewinn. Wenn man nur 30.000, 40.000 hat, also gesamt auf der Uhr, dann glaubt mir, ist das sehr guter Profit. Wenn jetzt einer wie ich mehrere Millionen hat, ja, werde ich von diesem Gewinn nicht viel merken, ist trotzdem noch okay. Hier zum Beispiel ein Sergio Rico, ein 80er Rating, was sogar ganz gut ist.
Plus er ist Spanier, also ihn können wir ruhig mal so reinstellen für 950. Geiler Name auf jeden Fall. Machen wir mal so rein für 800 dann. Sind auch nochmal 400 Münzen gewinnen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt mehrere Millionen habt, dann ist es nichts für euch eher. Klar, wenn ihr nebenbei ein bisschen Coins machen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall auch machen. Und sowas würde ich machen. Dann gehen wir mal in die französische Liga und schauen, was es da so gibt. Liga 450. Wie gedacht, gibt es hier mehr. Aber ich würde euch raten, kauft euch jetzt nicht diesen Koreaner oder diesen Duomats. Diese Spieler würde ich euch eher nicht raten, da sie nicht unbedingt gut weggehen. Ihr seht, ihr solltet ansatzweise eine stabile Nation haben. Wir gehen mal unter Frankreich und schauen mal hier 450. Da kann man sich auf jeden Fall was mitnehmen. Oder 400 sogar, let's go. Schaut auf jeden Fall, dass ihr gute Nationen da am Start habt, weil so ganz schlechte sollten es auch nicht sein, sonst werden sie nicht weggehen. Haben wir jetzt mal zwei von ihnen geholt. Machen wir mal so einen 850, kann weggehen, vielleicht wird er für eine SBC gebraucht. Einer kauft ihn einfach dumm. Und dann, wo ist der andere? Auch nochmal hier. Stellen wir für 900 rein. Schaut mit welchen Spielern es am besten klappt. Diese Methode klappt sehr, sehr gut. Wird auch von vielen Tradern empfohlen, weil ich immer gefragt werde, beste Methode für 30.000, 40.000 Coins. Ich würde sogar sagen, das ist die beste Methode für 40.000, 50.000 Coins. Wenn ihr auch ein bisschen fauler seid, braucht ihr sie vielleicht nur jede Stunde neu reinstellen. Mehr müsst ihr ja da gar nicht machen. Schauen wir mal, was die Serie A so hat. Zum Beispiel hier ein Meret kann man sich mitnehmen. Ansonsten diesen Pandev und so würde ich mir nicht mitnehmen. Diese Nation sehr schwer zu linken. Aber ihn kann ich mir mitnehmen wegen einem 79er Rating. Hat jetzt nicht die beste Nation, auf jeden Fall nicht. Aber kann man gut linken, auch ihn. Maximal 450, darüber sollte ich dir nichts holen. Vielleicht meine Transelle ist auch voll, dann werde ich es mal so machen. 900. Schreibt mir jetzt nicht nach dem zweiten Mal, wenn da nichts weggegangen ist. Ja, es geht nicht weg, es klappt nicht, weil so Nachrichten bekomme ich so oft. Und dann seid ihr, wie gesagt, einfach nicht fürs Traden gemacht oder nicht fürs überteuert Verkaufen gemacht. Ihr müsst hier, wie gesagt, Geduld haben. Ohne Geduld klappt diese Methode nicht. Wenn ihr keine Geduld hier mitnimmt in diese Methode, braucht ihr sie gar nicht anzufangen. Und deswegen würde ich jeden raten davon, Geduld haben, immer wieder neu reinstellen. Mindestens am Tag 6-7 Mal neu reinstellen, würde ich jetzt sagen. Über vielleicht die Web-App, ihr müsst dafür ja nicht unbedingt online sein. Die Methode auch sehr gut nach einer Zeit, bin ich mir sehr sicher. Hier müsst ihr auch natürlich selber schauen, Osako, ob er gut ist. Ein Japaner, ob man ihn gut linken kann. Ja, vielleicht hier ein Core kann man sich sehr gut mitnehmen. Hat ein stabiles Rating plus eine gute Nation. Ein Rafinha. Okay, haben wir jetzt nicht bekommen. Aber ein Aogo für 400. Stellt euch mal vor, man braucht jetzt, es kommt ein SBC, wo man jetzt Deutschland-Spieler braucht. Dann werden die einfach mal über 1000 Münzen gehen. Das war's dann vom Video. Danke für euren Support. Wer neu ist, kann gerne ein Abo dalassen. Ich bin hyped auf die 5k. Wir sehen uns dann morgen wieder oder später mit einem Livestream. Ich bin raus, haut da rein und ciao.